Zuerst einmal vorneweg, das, was ich jetzt erkläre ich bloß dem, der sich jetzt diesen Sprecher ausdenkt. Ich erkläre es nur dem, der mich jetzt sprechen hört. Und du wirst irgendwann einmal verstehen müssen, dass du selbst etwas bist, was nicht gedacht werden kann. Alles, was du dir denkst, ist eine Information von dir. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du jetzt an dieses Pixelmännchen denkst, ob du an den Udo denkst, der Name des Pixelmännchens, oder ob du an den denkst, der jetzt vorm Computer sitzt und sich diese Aufnahme anhört bzw. anschaut. Der sich das ausdenkt und es wahrnimmt, ist was anderes wie ein Gedanke. Es ist elementar wichtig für dich selbst, wenn du in deine Freiheit, in deine geistige Freiheit reden willst, dass du sehr präzise wirst. Das Problem liegt im Missverstehen der Worte. Das Solo-Feeling-Werk als Ganzes überragt bei aller Bescheidenheit alles, was du deiner Welt an Wissen zusprichst, die du dir ausdenkst, egal in welchem Fachgebiet, ob es hier um Wissenschaft geht, Naturwissenschaft, Chemie, Physik, um Religionen, um Esoterik, im wahrsten Sinne des Wortes um geistige Welten. Der erste Unterschied besteht darin, das ist jetzt eine Behauptung übrigens, die ich aufgestellt habe, dass ich alles, was ich behaupte, mit 100%iger Sicherheit beweise. Und niemand nimmt diese Aussage 100%ig sicher ernster wie ich. Jetzt ist die Frage, wer bin ich? Die Schriften der Offenbarungen beginnen mit Ich bin du. Das klingt jetzt im ersten Moment sehr verwirrend, aber ich sage jetzt ganz einfach, ich bin derjenige, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und ich bin derjenige, der jetzt den Udo sprechen hört. Ich bin derjenige, der sich jetzt dieses Pixelmännchen ausdenkt, beziehungsweise einen realen Udo ausdenkt und einen realen Zuhörer ausdenkt, der als Gedanke nichts hören kann, all das erlebt nur der, der sich's ausdenkt. Klingt sehr ungewohnt. Was jetzt wichtig ist, ist auch diese Behauptung, dass alles, was ich behaupte, du zu 100% sicher überprüfen kannst. Du musst dazu nichts tun, du musst nur sehr aufmerksam meine Gedankengänge folgen. Diese Gedankengänge, diese Worte, die du jetzt hörst, die du hundertprozentig sicher aus einem Lautsprecher heraushörst. Das heißt, du hörst jetzt einem Lautsprecher zu. Die müssen verstanden werden. Und das Ganze wird dir erklärt in den Offenbarungsschriften. Es geht hier nicht um einen Glauben, um ein Fürwahrhalten, sondern um das, was wirklich, wirklich ist. Und das ist jedes Wort, das ich jetzt benutze, löst in dir Vorstellungen aus. Und die Vorstellungen, die du in dir selber zu sehen bekommst, aufgrund der Interpretationen dieser Worte, steht und fällt mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das war jetzt ein kleines Vorwort. Alles, was in dir auftaucht, hat seinen Sinn. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Und jetzt, was verstehst du unter Sinn? Was verstehst du unter Sinus? Wir wollten jetzt in diesem Selbstgespräch einmal, wird er wirklich einmal tiefer anschauen. Ich behaupte, dass jedes einzelne Wort, das ich anschaue, in mir sofort ein 400-Seiten-Buch aus dem Stegreif auslöst. Und wie klein und erbärmlich ist diesbezüglich das, was du zu sehen bekommst oder was du dir denkst, wenn du dir ein Wort anschaust. Das ist die Vatersprache, die göttliche Sprache ist ein Matrixcode. Und dieser Matrixcode ist durch die Offenbarung entschlüsselt. Das heißt, du wirst deine Göttlichkeit frönen können, weil du Welt dir erschaffen kannst, wie du willst. Das klingt jetzt wieder so unglaublich und immer dran denken, sei nicht so vorschnell. Du hast zuerst einmal zwei Seiten. Das will ich noch kurz einschieben. Ich mache immer wieder dieses berühmte Zeichen von mir. Das ist mein Wellenberg und mein Wellental. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Das muss ganz tief in dir verstanden sein, was das wirklich bedeutet. Schon die Illusion, wenn man immer das, so diese Welle zeichnet, hat man den Eindruck, es ist zuerst die Welle da und dann das Tal. Das gibt es nicht. In unserem Wasserspiegel, in der Badewanne, sobald was auftaucht, wird was abgesenkt. Es gibt auch keine chronologische Zeit. Das heißt, wenn du jetzt hier diesen kleinen Satz, Professor und Student unterhalten sich, gibt es Gott, liest, hast du den Eindruck, dass die Worte nacheinander kommen, dass ich sage mal, dass ich jetzt die Worte nacheinander gesprochen habe. Obwohl, wenn du hinschaust, siehst du, dass die gleichzeitig da sind. Das gilt auch für die ganzen anderen Worte. Jetzt ist die große Frage, war das Wort Gesichts- oder Gesichtsfeld in dir existieren, wie du diesen Satz, diese Zeile angeschaut hast?
Inwieweit ist in dir noch der tiefe Glaube, dass alles, was du in deinem Gehirn materialistisch gesprochen zu sehen bekommst, ich mag es jetzt doch so, dass alles, was du zu sehen bekommst, auch da außen ist, wenn du es nicht denkst, wenn du es nicht anschaust. Und das ist jetzt die erste große Fehler, die Todsünde, zu glauben, dass ein Gedanke, den du denkst, auch dann existiert, wenn du ihn nicht denkst. Dass ein Augenblick, eine sinnliche Wahrnehmung, die du zu sehen bekommst als Information, und die muss in dir drin sein, und du sagst jetzt wieder in meinem Gehirn drin sein, wird mir kein Naturwissenschaftler widersprechen, aber er ist sich hundertprozentig sicher, dass das Gehirn, das du dir jetzt ausdenkst, wo du sagst, das ist mein Gehirn, dass es auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst. Ich sag, solange du an dieser Geistlosigkeit leidest, wirst du leiden, du Geist. Der Einzige, der den Traum erlebt, ist der träumende Geist. Und ich setze jetzt mal gleich von vorne weg Behauptungen, über die ich nicht mit irgendeinen Trockennasenaffen diskutiere. Klingt jetzt wieder sehr drohend, meine ich aber überhaupt nicht. Ich bin bloß Liebe, ich drohe keinem Menschen. Darum erwähne ich auch immer wieder, bei Holofeeling wird kein alleinziges Feindbild gepredigt, nicht eins. Und du wirst von mir niemals hören, dass irgendetwas, was in dir als Information auftaucht, unwichtig wäre. Ob das Krankheiten sind, Kriege sind, egal was es ist extrem wichtig für das heilige Ganze. Wenn du weißt, was das heilige Ganze ist, ich könnte es noch einfacher ausdrücken, wenn du irgendwann einmal verstanden hast, was du selbst bist, wenn du aufgewacht bist. Holofeeling ist weder eine esoterische noch eine religiöse und schon gar keine vollkommen geistlose naturwissenschaftliche Spinnerei. Es baut nur auf Fakten auf hundertprozentig sicher überprüfbaren Fakten, wo ich jetzt nochmal einfach sage, die große Masse der Fakten, die mir jetzt im Anfang wichtig erscheinen, kann sogar jedes 13-jährige Kind überprüfen. Hier und jetzt, sofort auf der Stelle. Das heißt, ob das, was ich behaupte, stimmt oder nicht stimmt. Ich könnte jetzt das sagen, das ist eine Glaubensfrage, aber der Glaube, das ist ein Fürwahrhalten. Da gehen wir noch drauf ein, die ganzen Wörter, darum habe ich hier jetzt nur Wörter hingeschrieben, die man sich einmal genauer anschauen werden. Es wird natürlich ewig dauern, du wirst es gleich merken, warum. Die Frage stellt sich nicht, ob Holofeeling stimmt. Wenn du den Gedankengang aufmerksam mitgehst, wirst du nämlich als erstes erkennen, dass ich einfach nur von dem spreche, was jetzt ist, was du als Information überprüfen kannst. Ich behaupte, du denkst dir jetzt einen Trockennasenaffen aus, der ist hier und jetzt in deinem Kopf eine Information. Ich frage dich, wo ist der Udo jetzt, den du dir ausdenkst? Ich bin mit Sicherheit nicht das Pixelmännchen rechts unten in der Ecke, der hier. Und das, was du jetzt hörst, ist nicht irgendein Trockennasenaffe, der spricht, sondern du hörst jetzt einen Lautsprecher zu. Es ist hochinteressant, dass du diese Aussagen auf etlichen Selbstgesprächen findest, wenn du Dateien anklickst, aber verstanden hast du das mit Sicherheit in deinem Alltag nicht. Da ist irgendwas in dir drin, das, ich sage jetzt einmal das schöne fränkische Wort, nicht ums Verrecken holen glauben will. Du willst nicht ums Verrecken holen glauben, was wirklich, wirklich ist. Du glaubst wirklich das, lieber das. Ich nenne das immer das Geschwätz des Zweiten, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und wenn du jetzt sehr aufmerksam zuhörst, werde ich dir hundertprozentig sicher beweisen, dass in dem Moment, wo du meinen göttlichen, ich benutze jetzt einmal das Wort göttlich und nochmal das Pixelmännchen, der Lautsprecher und auch der Gedanke Udo ist mit Sicherheit nicht Gott. Der, der sich jetzt den Udo ausdenkt, und das bist du, ist tausendmal mehr Gott wie irgendein Gedanke von dir. Das ist hundertprozentig sicher. Und dir sollte irgendwann einmal klar sein, dass ein Denker, der sich etwas ausdenkt, prinzipiell, wenn er nicht unbewusst ist, mächtiger ist wie irgendetwas, was er sich denkt. Ob du dir jetzt eine Atombombe denkst oder irgendeinen Wissenschaftler oder einen Monarchen, einen König, einen Kanzler, es sind deine Gedanken und die sind so, wie du sie dir denkst. In der Qualität, in jeglicher Art und Weise, und wenn du sie nicht mehr denkst, existieren die nicht mehr. Das ist hundertprozentig sicher. Zu glauben, dass ein Gedanke, den du denkst, mächtiger ist wie der Denker, dann hast du ein großes Problem. Das nächste Problem, das du hast als normaler Trockennasenaffenmensch bei eigener Definition ist, dass du noch nicht verstanden hast, dass ein Besitzer von etwas was anderes ist wie das, was er besitzt. Da kann ich seit 25 Jahren, seit einem Vierteljahrhundert, das ich mir jetzt ausdenke, das ist ein einziger Gedanke, das ist nichts, was chronologische Zeit darstellt, ein Fließen von der Vergangenheit in die Zukunft.
Jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Die Worte kommen nicht nacheinander. Und dein Leben, die Bilder, wenn du dir einen Film anschaust, die tauchen immer jetzt in dir auf. Von Augenblick zu Augenblick. Das ist das, was du hunderte Male hörst auf den Selbstgesprächen. Aber wir wollen jetzt in diesem Selbstgespräch sich nicht nochmal ausufern. Eins noch, das ich auch oft erklärt habe, ich sage immer, ich wiederhole, dass ich so oft wiederhole. Warum mache ich das? Weil ich immer wieder, wenn ich irgendwelche Tierchen in meinem Traum beobachte, wo ich davon ausgehe, dass hinter der Maske, hinter dieser Persona ein Hauch von mir selbst steckt, von meinem Geist. Ich sage, du bist Geist von meinem Geist. Ich bin du. So beginnen die Selbstgespräche. Dass diese erste Hemmschwelle, die du hast, ich nenne das immer die erste Grundgedankenwelle, da ist einmal ein Zustand, dass irgendwas in dir auftaucht und du reagierst nahezu überhaupt nicht drauf, weil es dich nicht interessiert oder weil du ganz spontan sagst, das ist falsch, das ist verkehrt oder unmöglich. Das ist mein vielgepriesenes Beispiel, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Wenn man das erste Mal hört, hat man dieses Gefühl, das geht nicht. Und ich sage dann immer wieder, wenn ich dir die Lösung zeichne, die ganz einfach und offensichtlich ist für jedes Kind, dann zaubert sie dir das ein Lächeln ins Gesicht. Und ich betone nochmal, all deine persönlichen Probleme in Bezug auf den Trockennasenaffen, der du jetzt zu sein glaubst, und all die Probleme der Welt, die du dir ausdenkst, lassen sich genauso leicht lösen, wie man ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen kann. Dieses große Heureka und den Aha-Effekt der vollkommenen Loslösung deines bisherigen Glaubens, das ist die Befreiung, das ist das Erwachen deines Geistes. Und nochmal, das hat nichts zu tun mit religiöser oder esoterischer Spinnerei, das ist wahrlich geistige Naturwissenschaft in seiner höchsten Form. Und dann wirst du merken, dass diese bisherige Naturwissenschaft, von der du ausgegangen bist, dass das alles hundertprozentig sicher bewiesen wird. Ich beweise dir sofort jeden 13-jährigen Kind hundertprozentig sicher, dass du 98%, 99% von all diesen hundertprozentig sicher bewiesenen Fakten nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Die sind hundertprozentig sicher einfach nur Dogmen und Lügen. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob ein Schwämmchen, das sich vollsaugt, mein Schwammbeispiel, das ich jetzt nicht nochmal erkläre, ob ich in einen Studenten, in einen Computer reingebe, dass ein Jesus vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde oder dass ich irgendwelche Elektronen und Protonen rumdrehe. Ich sage immer, zeig's mir. Es ist hundertprozentig sicher, wenn du mir das zeigen kannst. Das sind logische Konstrukte, die diese Vorstellungen kann sich nur einer ausdenken, dem man das vorher erzählt. Vorher. Du merkst, ich bin jetzt immer angewiesen, in deiner Sprache zu sprechen. Ich bleibe bei dieser Hälfte. Du hast ein Filter in dir eingebaut, das, ohne dass dir das bewusst ist, bei vielen Erscheinungen in dir auftauchen, sagst du, das stimmt nicht, das ist unmöglich, das gibt's nicht, das geht nicht, und dann wirst du dich nicht mehr weiter dafür interessieren. Das Gegenteil davon, unser Wellendal, ist genau das, dass du mit Sachen, mit Aussagen, mit Behauptungen konfrontiert wirst, die dir hundertprozentig logisch erscheinen und dadurch auch für dich hundertprozentig sicher sind, obwohl du diese Aussagen nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und diese zwei Filter, diese zwei gespiegelten Filter machen dich vollkommen blind. Und die laufen in dir, wenn du ein im normalen Sinne deines bisherigen Wortverstandes ein normaler Mensch, ein normierter Mensch bist, wenn du religiös bist, du leidest an der Arroganz der einseitigen Rechthaberei. Und was ich dir jetzt sage und was ich oder wer ich in Wirklichkeit bin, das wirst du irgendwann einmal mitbekommen. Ich ist nicht der Udo nochmal. Das ist jetzt nur ein Lautsprecher und ein Pixelmännchen. Und wenn du jetzt einen Schritt weiter denkst und du denkst dir, dass diese Aufnahme ja irgendwann einmal gemacht wird und da einer vom Computer setzt, dann wird es für dich so sein. Es wird immer alles genauso sein für dich, wie du dir das ausdenkst. Drum empfindest du dich ja auch als den Säugetier, das Säugetier, das du jetzt zu sein glaubst, wenn du an dich selbst denkst. Weil du, Geist, glaubst, dass du ein sterbliches Säugetier bist. Aber nochmal, du bist der, der sich das ausdenkt. Und in dem Augenblick, wo du an was anderes denkst, bist du immer noch derselbe Geist, der seine ständig wechselnde Information anschaut. Diese Metapher mit dem träumenden Geist. Ich lasse jetzt das gut sein. Das kannst du dir in allen Variationen anhören, wenn du es noch nicht gehört hast. Oder du kannst es sein lassen, auf die Freiheit. Du wirst älter werden, du wirst leiden, du wirst ums Überleben kämpfen. Du wirst sterben. Das ist keine Drohung, es ist dein Glaube. Gehe ich einmal davon aus, weil ich mich jetzt die Freiheit nehme, den, der mich ausdenkt, diesen Glauben zuzusprechen.